Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer weiteren Folge unseres neuen Formats Russland verstehen. Heute erklärt uns eben, so wie in jeder Folge, unser Russland- und Neurussland-Experte Patrick Poppel Details aus der russischen Kultur und dem Alltagsleben. Und ein Detail aus dem russischen Alltag, das sicher schon vielen von Ihnen aufgefallen ist, eben entweder positiv oder negativ, je nach politischer Ausrichtung, ist diese ja fast schon Allgegenwärtigkeit von kommunistischen Symbolen, aber eben auch zum Beispiel, also aus unserer Sicht, kommunistischen Feiertagen wie dem 9. Mai als dem Tag des Sieges über den Faschismus. Viele Putin-Kritiker mokieren auch immer, dass Putin ja ein ehemaliger KGB-Agent ist und sowas wie ehemalige KGB-Agenten kann es ja gar nicht geben, weil die bleiben ihr ganzes Leben lang Geheimdienstler. Und diese Sowjetnostalgie in Russland ist halt für viele Menschen in Österreich und in Westeuropa etwas Unerklärliches. Und ja, dementsprechend möchte ich dich fragen, Patrick, sind eigentlich alle Russen Kommunisten? Oder wie ist das? Warum verwenden wir noch diese Symbole? Und ja. Also, ja, bei meinen vielen Reisen nach Russland habe ich ja alle möglichen Leute kennengelernt. Ne? Also ich lerne Leute kennen aus dem Bereich des Staatsapparates, Leute aus der sogenannten Zivilgesellschaft oder ich lerne Leute in der Kirche kennen. Ja? Mhm. Und oft sind das, haben sie dieselbe Symbolik mit. Die haben dann einen Schal, wo SSSR oben steht oder haben zu Hause irgendwelche Bilder aufgehängt von ehemaligen Parteisekretären der Kommunistischen Partei oder vielleicht sogar von einem gewissen Herrn, der ziemlich lange regiert hat und sehr viele russische Staatsbürger auch in gewisse Lager im Osten des Landes gebracht hat, der Herr Stalin, ja, der eben übrigens sehr beliebt ist in Russland weiterhin. Es ist interessant, dass er auf der Ranking-List von den beliebsten Russen ist, glaube ich, Alexander Nevsky an der ersten Stelle und Josef Stalin auf Nummer 3 oder so. Mhm. Ja. Und Lenin ist dann auf Nummer 10 oder so. Also. Und natürlich Jelzin auf Nummer 50 oder so. aber interessant, also dieser Umgang mit vor allem auch den Führern, aber auch der Geschichte der Kommunistischen Partei und der Sowjetunion. Ich würde das so zusammenfassen, dass es so etwas wie eine Sowjetnostalgie gibt. Mhm. Ja? Das ist aber etwas, was besonders interessant ist im Gegensatz zur monarchistischen Nostalgie, die es in Österreich oder woanders auch gibt bei gewissen Leuten, ist etwas, was ein sehr breites Spektrum an Leuten betrifft, also keine Minderheit, keine Kleingruppe. Und dass es auch viele Leute betrifft, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht hineinpassen, wie zum Beispiel fromme Kirchgänger. Ja? Mhm. Die denken sich, die dürften ja eigentlich mit so etwas nichts zu tun haben wollen, weil das eine ganz andere Welt wäre, die monarchistisch-orthodoxe Welt. Mhm. Aber selbst die Leute haben kein Problem, wenn irgendwo sowjetische Symbolik hängt. Ja? Das ist ein Teil ihrer Kultur, das ist ein Teil ihrer Geschichte. Sie versuchen ihre eigene Geschichte im Gegensatz zum Beispiel zu uns, ja? Mhm. in Europa, positiv darzustellen, bis auf gewisse Punkte, wo man einfach das nicht mehr darstellen kann. Ja. Also, aber im Großen und Ganzen stellt man die Sowjetunion eher etwas Positives dar, dass die Leute eine Arbeit gehabt haben, es gab einen Zusammenhalt in der Gesellschaft, es gab Möglichkeiten, Aufstiegschancen, es gab gerade Studium und so weiter und das hat man auch als Errungenschaften gesehen, genauso wie gewisse technische Errungenschaften, vor allem aber in erster Linie auf dem sozialen Sektor und eben auch natürlich sicher etwas, was man als die Reichsidee bezeichnen könnte, diese Idee, ein Riesenimperium zu sein mit verschiedenen Völkern, verschiedenen Kulturen, die alle an einem Strang ziehen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele Russen einfach weiterhin als eine großartige Zeit sehen. Mhm. Natürlich muss man, auch wenn wir das eben von außen beobachten und auch wissenschaftlich hinterfragen, muss man wissen, dass es natürlich da unglaublich viele Opfer gegeben hat, auch die politisch verfolgt worden sind und so weiter. Aber der einfache Russe sieht diese Zeit, so wie wir Österreicher zum Beispiel das als die Habsburger Monarchie sehen, als da haben wir ein großes Land, da haben wir noch was zum Reden gehabt, da haben wir noch einen Kaiser gehabt. Und so sehen wir die Zeit zum Beispiel von Josef Stalin. Das ist sehr interessant, aber es ist wirklich so. Ja. Also kann man sagen, dass die Russen, also dass die meisten Russen, die heute Sowjetnostalgiker sind, genauso wenig Kommunisten sind wie die meisten Österreicher, die heute einen positiven Bezug zur Habsburger Monarchie haben. So könnte man das schon sagen. Also ich würde sagen, die wirklichen Kommunisten, das ist eher eine kleine Gruppe. Mhm. Wir sehen es auch konkret auch bei den Umfragen, aber auch natürlich bei den Wahlergebnissen sehen wir ja auch, dass zum Beispiel die Kommunistische Partei Russlands unter Herrn Saganow zum Beispiel eher eine Altherrenriege ist. Das ist eine Pensionistenverein schon fast. Ja? Die haben große Probleme, junge Leute zu finden. Ja?
Das heißt, da muss man schon sagen, also die wirklichen Kommunisten sind eine kleine Gruppe und auch die sind ja untereinander zerstritten. Da gibt es verschiedene Flügel natürlich und so verschiedene. Ja, weil das ist auch noch eine interessante Frage. Ist die heutige kommunistische Partei Russlands mit den Bolschewiken in der Sowjetunion zu vergleichen oder hat man sich da ideologisch etwas verändert? Also sind die mehr nationalistisch oder sind die so international? Also in erster Linie sind sie natürlich nationalistisch, ist der falsche Ausdruck, sind einmal patriotisch. Mhm. Also die Russen mögen diesen Ausdruck Nationalismus an sich nicht besonders. Okay. Also eben sagt patriotisch. Natürlich hat man viele Abstriche gemacht, das hat das System auf die neue Situation angepasst. Mhm. Aber natürlich, die kommunistische Partei tritt sich eben sehr stark ein für soziale Fragen natürlich, aber auch natürlich für das Ansehen der Heimat. Das ist dazu eine große Rolle. Sowas kennen wir von linken Parteien, zum Beispiel aus Westeuropa hier fast nicht, beziehungsweise in Österreich und Deutschland überhaupt nicht, dass man eben wirklich unglaublich patriotisch in seiner Heimat steht. Und wo man durchaus sagen könnte, das hätte ich wahrscheinlich einen nationalistischen Ansatz, ja, das würde ich schon der kommunistischen Partei zuordnen. Eben gerade auch, wie sie mit der Geschichte umgehen und wie sie auch die Feiertage begehen und so weiter, das ist eine patriotische Partei, die kommunistische Partei Russlands. Ich würde jetzt nicht wählen, aber das ist eine patriotische Partei. Ja? Mhm. Und die ist sicher patriotischer als die meisten rechten Parteien, die es in Westeuropa gibt. Das ist sehr interessant, ja? Obwohl es eine linke Partei ist. Also würde die kommunistische Partei Russland zum Beispiel mit ihrem Wahlprogramm hier in Wien zum Beispiel antreten, bei den Wiener Wahlen, dann würde diese Partei wahrscheinlich rechts von der FPÖ eingestuft werden, was gewisse Fragen betrifft. Obwohl es eigentlich eine linke Partei ist. Also man darf natürlich das politische System in Russland nie mit dem europäischen System vergleichen. Mhm. Das ist völlig anders, da gibt es ganz andere Schwerpunkte. Ja. In verschiedenen politischen Fragen. Also man kann das nicht vergleichen mit den politischen Systemen hier. In gewissen Fragen ist die kommunistische Partei natürlich links, aber in anderen Fragen würde man sie sich als rechts einstufen, weil sie gewisse Sachen nicht haben will. Gerade in Sachen, die der Liberalismus gebracht hat, das lehnen die oft sehr stark ab. Ich verstehe, also kann man dann abschließend auch sagen, dass vielleicht auch diese Nostalgie für die Sowjetunion und das sowjetische System daher rührt, dass man eben mit der Einführung des liberalen Systems in den 90er Jahren einen sozialen und auch politischen Zusammenbruch erlebt hat? Naja, die Zeit, gerade unter Boris Jelzin, war natürlich wirklich so ein echter Albtraum für die meisten Russen. Und da war halt natürlich das nächstgelegenste aus der Geschichte, war halt die Sowjetunion, weil die halt zu diesem Zeitpunkt nicht lang her war. Mhm. Ja? Das heißt, ich verbinden die Leute mit der Sowjetunion mehr Sympathie als zum Beispiel jetzt mit der Monarchie, weil die meisten sie nicht mehr erlebt haben. Ne? Mhm. Weil die Sowjetunion, wenn man jetzt in Russland unterwegs ist, man findet ständig Leute, die in dieser Zeit geboren sind, in dieser Zeit eine Ausbildung gemacht und gearbeitet haben oder sogar beim Militär waren. Denken wir zum Beispiel an den Afghanistan-Krieg, der irgendwie so die letzte Schlacht der Sowjetunion war, abgesehen von Tschernobyl natürlich. Mhm. War der Afghanistan-Krieg das letzte, was noch diese Völker zusammengehalten hat. Also man findet überall in diesen ganzen Ländern Afghanistan-Veteranen, ob es jetzt in Belarus ist oder in der Ukraine und so. Ja. Also das verbindet immer noch diese Leute. Wenn man da Leute findet, die Afghanistan-Veteranen sind, die haben eine ganz andere Vorstellung von dem, was Russland oder was die russische Welt ist, weil die da noch diese Sowjetunion noch richtig erlebt haben als ein verbindendes Element dieser Völker. Und das ist oft faszinierend, wenn man diese Leute trifft. Ja? Mhm. Also, und die würde ich jetzt nicht als Kommunisten bezeichnen. Natürlich tragen die alle irgendwelche kommunistischen Auszeichnungen, die sie in dieser Zeit bekommen haben, sowohl im gesellschaftspolitischen Leben wie auch dann eben im Militärdienst. Aber deswegen sind das ja keine Kommunisten mehr. Das war halt zu diesem Zeitpunkt war das die Leitideologie. Mhm. Und die hat sich dann geändert. Und ja, so würde ich das beurteilen. Ja, vielen Dank für diese Erklärung der Sowjetnostalgie, Patrick. Sehr geehrter Zuseher, ich bedanke mich wieder herzlich bei Ihnen dafür, dass Sie heute zugesehen haben. Wenn Ihnen auch die heutige Folge von Russland verstehen gefallen hat, dann hinterlassen Sie bitte ein Gefällt mir, abonnieren Sie unseren Kanal und vor allem, das ist ganz wichtig, zeigen Sie dieses Video auch Ihren Freunden und Verwandten und schauen Sie, dass eben unsere Analysen eben etwas mehr verbreitet werden, damit wir auch nicht nur Ihnen, sondern eben auch vielen anderen Europäern einen anderen Blick auf Russland ermöglichen können und eben auch vor allem die Möglichkeit bieten, Russland wirklich verstehen zu können, was ja heute in den Massenmedien leider nicht mehr so oft möglich ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.